Herzlich willkommen bei Stimping Kreativ. Mein Name ist Verena Grasmüller aus Lenkries. Ich habe euch heute mal ein Video gemacht für eine bestimmte Technik und ich möchte euch zeigen, was ich mit der Technik gemacht habe. Und zwar habe ich diese Blume hier damit gemacht und ich möchte euch zeigen, wie das geht, weil ihr seht ja, es ist gemalt, ohne schwarze Linien, also nicht ausgemalt, es ist gezeichnet und ich habe hier dies gerade ausgestanzt mit den Rahmen, die es jetzt für euch gibt. Das Stempelset ist das Onnet Style und genau, die Rahmen dazu findet ihr alles in dieser Produktreihe. Schöner Garten, wenn ich mich nicht irre, heißt sie. Genau, aber ich habe sie euch letzte Woche schon vorgestellt und heute möchte ich euch zeigen, wie das geht. Ihr könnt beispielsweise diese Grafik hier verwenden in diesem Fotoalbum, was ich euch letzte Woche gezeigt habe, so als Seite zum Beispiel. In dem Fall ist es eher dann vielleicht so gedacht. Wenn ihr das Fotoalbum, könnt ihr auch ummodeln, dass es auch hochkant ist. Genau, ihr müsst einfach dieselben Maße nehmen, einfach das alles auf hochkant ummodeln. Genau, möchte ich euch zeigen, wie ich das gemacht habe. Ihr braucht dazu das Stempelset mit dem Stempel, ein Stück flüsterweißen Farbkarton, muss nicht unbedingt der dicke sein, kann ganz normal der dünne sein, weil wir ja nicht mit dem Aquapainter arbeiten, sondern nur mit den Aquarellstiften. Genau, so. Wir brauchen diesen Stempel. Der passt auf den E-Block fast genau drauf. Also so ein bisschen schräg. Genau, passt da drauf. Wenn ihr euch unsicher seid, könnt ihr auch den Stemperatus nehmen. Dann braucht ihr das Sahara Sand Stempelkissen. Und dann benötigt ihr noch einen Schmierzettel. Ein Schmierblatt zum Abstempeln. Und zwar vielleicht auch so besser bei einer großen Fläche den Stempel hier so auf die Stempelfarbe so aufzutragen. So. Dann stempelt ihr euch einmal ab. Und dann beim zweiten Mal hier auf euer Blatt. Dann seht ihr, es ist ganz leicht drauf. Wer sich traut, kann natürlich auch nochmal abstempeln oder probieren, wie es dann ausschaut. Ich kann es euch auch kurz mal zeigen. Also, erster Stempel. Schauen wir mal. Erster Stempel. Zweiter Stempel. Dritter Stempel. Und ihr seht, der dritte Stempel würde sogar auch gehen, fast besser. So, und dann braucht ihr noch Aquarellstifte und dann geht es gleich weiter. So, jetzt habe ich mir meine Aquarellstifte schon rausgelegt. Ganz wichtig dabei ist ein Spitzer, weil die müssen immer sehr spitz sein. Da tut es euch einfach ein bisschen leichter. So, und wenn ich jetzt mit dem Grün hier anfange, das ist Apfelgrün. So, und dann fahre ich, vielleicht ein bisschen spitzen, so. Dann fahre ich die Linie erstmal nach und ich drücke schon ein bisschen auf, dass die Linie, also dass dieses Apfelgrün dunkler wird. Und alle Linien, wo ich jetzt meine, das sind Blätter, oder die ich apfelgrün machen möchte, werden jetzt nachgezeichnet. Und das ist eigentlich der ganze Spuk dabei. Ihr seht, die Linie ist jetzt apfelgrün. Die Sahara-Sandlinie sieht man fast gar nicht mehr. Wenn ihr das natürlich das dritte Mal abstempelt, tut es euch zwar ein bisschen schwerer mit dem Nachzeichnen, aber es ist dann, schaut dann noch mehr aus wie gezeichnet, weil ihr einfach gar keine Linie mehr seht. Und dann, wenn ihr es ausmalen wollt, nehmt ihr einfach einen Stift ein bisschen weiter hinten, dass ihr weniger Druck drauf habt
Und dann malt ihr euch das Blatt ganz leicht mit kreisenden Bewegungen aus. Ihr könnt euren Stift so nehmen, wenn es euch leichter fällt. Und so könnt ihr das Ganze jetzt machen. Für die Blüten habe ich hier Kürbisgelb. Hier, das, für diese Blüten habe ich Kürbisgelb hergenommen. Da habe ich diese ganz feinen Linien, die ihr hier sehen könnt. Die habe ich auch nachgezeichnet und dann wieder ganz leicht ausgemalt. Als nächste Farbe habe ich Flamingo. Mit Flamingo habe ich hier diese kleinen Blüten koloriert und auch diese kleinen Striche hier dick nachgezogen. Für die Blütenmitten habe ich immer hier Osterglocke verwendet. Das heißt, die Blütenmitten hier und hier. Und für diese große hier habe ich, das ist Flamingo. Das ist Flamingo, dann ist das Calypso. Ah, Entschuldigung. Genau. Schaut aus wie Flamingo. Das ist Calypso für die ganz die Kleinen. Und Flamingo habe ich hier diese große hier gemacht. Ich zeige euch nochmal mein erstes. Das ist Flamingo. Calypso, die Kleinen. Kürbisgelb. Und für die Innenseiten immer das Osterglocke. Genau. Und so könnt ihr das Ganze kolorieren. Ihr könnt es auch ausschneiden. Das einzige Schwere ist hier. Aber die Blätter lassen sich wirklich auch gut ausschneiden. Oder ihr macht so eine Seite von eurem Album, was ich euch letzte Seite gezeigt habe, so als zwischendrin. Schaut das, glaube ich, auch ganz nett. Das ist wie so ein bisschen Poesie-Album dann. Genau, also das könnt ihr auch so reinkleben oder so. Genau, geht auch. Das war's heute schon. Heute ein bisschen ein kürzes Video. Dafür nächste Woche wieder vielleicht eine Karte oder eine Verpackung. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Genießt ein bisschen das Wetter, soweit es geht. Eure Verena von Stampin' Kreativ. Servus und bis bald.